Hallo und herzlich willkommen. Heute testen wir Formel 1 2013 von Codemasters, was pünktlich zum Saisonfinale erschienen ist. Das Spiel erscheint für den PC, die Xbox 360 und die PlayStation 3. Wir testen hier die Steam-Version auf dem PC. Codemasters konnte sich erneut von Bernie Ecclestone die exklusive Formel 1 Lizenz sichern. Neben den aktuellen Strecken und Fahrern der Formel 1 Saison gibt es in Formel 1 2013 erstmals den Classics-Modus. Hier können Rennwagen aus den 80er und 90er Jahren gefahren werden. Weitere Strecken und Rennwagen gibt es als DLC zum Herunterladen. Und was das Spiel sonst so zu bieten hat, schauen wir uns nun gemeinsam an. Das Herzstück von Formel 1 2013, quasi der Motor, ist natürlich der Karrieremodus. Hier kann der Spieler in 5 Saisons zeigen, was er auf dem Kasten hat. Wer natürlich einen Sebastian Vettel schlagen möchte mit seinen 4 WM-Titel, muss im wahrsten Sinne des Wortes kräftig Gas geben. Ein Alain Prost oder Michael Schumacher sind damit eigentlich uneinholbar, da ein Alain Prost 5 und ein Michael Schumacher 7 WM-Titel auf dem Konto stehen haben. Je besser man im Young Drivers Contest abschneidet, desto bessere Teams bieten einem ein Cockpit zum Karrierestart an. Der Young Driver Contest ist gleichzeitig ein Tutorial, in dem der Spieler alle Funktionen und die Steuerung beigebracht bekommt. In der Zentrale hat der Spieler den Überblick auf das teaminterne Duell und die nächsten Rennen. Die News zeigen die aktuellen Pressemeldungen vor und nach dem Rennwochenende an. Informationen zur aktuellen Saison sowie Siege und Vertragsverlängerungen werden hier direkt angezeigt. Das Klassement informiert über den aktuellen Stand in der Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft. Durch die E-Mails erfährt man die Ziele beim nächsten Rennen und wird über den Stand der Entwicklung des Rennwagens informiert. Kommen wir zum Grand Prix-Modus. Falls einem eine ganze Karriere zu lang ist oder man einfach nur ein schnelles Rennen fahren möchte, ist man hier genau richtig aufgehoben. Wie man hier gut sehen kann, kann man zwischen allen Teams der Saison 2013 wählen. Zum Beispiel das Weltmeisterteam Red Bull Racing mit dem nun vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel. In den Renneinstellungen wählt man den Eventumfang, die Renndistanz, den Schwierigkeitsgrad und die Wetterbedingungen sowie die Kameraansicht. Danach dürfen wir aus dem Rennkalender 2013 eine Strecke wählen. Die eventuell zusätzlich heruntergeladenen Strecken des Classic-Modus stehen ebenfalls zur Auswahl. Ein Rennwochenende im Karrieremodus läuft identisch ab. Je nach gewähltem Eventumfang stehen nun Trainingssessions, das Qualifying und natürlich das Rennen auf dem Programm. Leider sind schon wie beim Vorgänger die Werbepartner auf den Overalls nicht gut zu erkennen, sie sind sehr unscharf. Unser Renningenieur hilft uns bei der rudimentären Einstellung unseres Rennwagens. Über den Monitor kommen wir zum Menü. Hier sehen wir das aktuelle Klassement. Ein kleines Video gibt uns einen Einblick über die Rennstrecke. Der Kommentar gibt uns sinnvolle Tipps und Tricks, wie man am schnellsten durch die Kurve kommt. Schön weit außen anfahren, um perfekt auf die Gerade zu kommen. Im Qualifying sind hier DRS und KERS verfügbar. Gehen wir weiter zum Setup des Rennwagens. Diese Bereiche Aerodynamik, Bremsen, Balance, Aufhängung, Getriebe, Spurtreue können verstellt werden. Mit einem einfachen Schiebregler, bis das Setup passt. Hat man alles eingestellt, geht es noch zur Reifenwahl. Hier stehen alle Reifenmischungen des Rennwochenendes zur Verfügung. Die Regenreifen natürlich nur, sofern sie von der Rennleitung freigegeben wurden. Hat man alles eingestellt, kann es losgehen, direkt auf die Strecke. In unserem Fall direkt zum Rennen, da wir nur das Rennwochenende mit Rennen gewählt haben. Bei den Zuschauern hat sich auch nicht viel getan. Auf den Tribünen ist leider sehr wenig los. Da wird Codemasters hoffentlich zur neuen Saison nochmal nachlegen können. Die Rennen laufen ab wie 2012. Eine kurze Einführung über die eigene Startposition, den Teamkollegen und den direkten Konkurrenten. Und dann sind wir auch schon mitten im Renngetümmel.
Natürlich kann man hier frei die Cockpit-Perspektive noch umstellen, wenn man möchte. Ja, dann denke ich, verlassen wir hier den Grand Prix-Modus und schauen uns mal den neuen Modus, den Classic-Modus an. Wir können auch in diesem Modus ein komplettes Rennwochenende fahren, allerdings tritt man nur gegen ein kleines Fahrerfeld an. Beim Zeitfahren dürfen wir munter gegen uns selbst antreten und unsere Zeit Stück für Stück verbessern. In der Zeitfahrattacke müssen wir hingegen eine vorgegebene Zeit schlagen. Der Szenario-Modus stellt uns vor eine historische Aufgabe. Halte die schnelleren Autos in Schach und werde Erster. Hol einen Podiumsplatz. Nutze die Gunst der Stunde und überhole die Ferrari-Fahrer, um Erster zu werden. Eine gute Idee, allerdings sind es dann doch recht wenig Herausforderungen. Drei weitere sollen mit der 90er DLC erscheinen. Diese kann man dann direkt hier über den Steam-Shop erwerben. Wie man hier gut sieht, sind die Klassik-Rennwagen historisch korrekt nachgebildet. Der Fahrer schaltet auch nicht am Lenkrad wie bei der aktuellen Formel 1 Generation, sondern noch per Hand am Schaltknüppel. Allerdings wurde pro Team immer nur ein historisch korrekter Fahrer zugewiesen, plus ein Held des Teams. Bei Ferrari ist es zum Beispiel Gerhard Berger und Michael Schumacher. Schauen wir uns nun kurz das Testgelände und den Multiplayer-Modus an. Der Multiplayer, das Online-Spiel, den Kategorien schnelles Spiel, benutzerdefiniertes Rennen und die Koop-Meisterschaft. Hier kann man mit einem Freund zusammen spielen. Im Split-Screen-Modus kann man mit einem Freund sowohl die 2013er als auch die Classic-Wagen steuern. Und im LAN-Modus hat man die Möglichkeit, ein eigenes Rennen zu erstellen. Hier noch ein großes Lob an Codemasters. Viele Entwickler verzichten heutzutage ja leider auf einen LAN-Modus. Im Testgelände kann man wie im Classic-Modus verschiedene Szenarien anwählen oder auf Zeitenjagd gehen. Schauen wir uns nun die Grafik etwas genauer an. Hier fahren wir ein Regenrennen in Monaco. Besonders schön zu sehen, wie die Gischt auf das Visier des Fahrers spritzt. Die Sicht ist quasi null, das Handling des Autos ist sehr schwer. Eine wirklich sehr, sehr gelungene Umsetzung von Codemasters. Das Wetter ist dynamisch, so können Wetterwechsel während eines Rennens stattfinden. Zu Beginn vielleicht noch ein trockenes Rennen, muss man schon nach ein paar Runden auf Regenreifen wechseln oder umgekehrt. Somit bekommt Formel 1 2013 auch eine taktische Komponente. Auch im Trockenen gibt es viele Effekte wie verschmitzte Reifen, herumfliegende Wrackteile. Grafisch ist Formel 1 2013 absolut ein Leckerbissen. Hören wir nun zum Vergleich noch einmal die Triebwerke der 80er Jahre und die der Neuzeit im Vergleich an. Ja, das war unser Test zu Formel 1 2013. Ich hoffe, hat euch gefallen. Zum Abschluss zeige ich euch noch die Siegerehrung des Classics-Modus und der Formel 1-Saison 2013. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Für noch mehr Rennfeeling einfach die Ohren anlegen und die Boxen noch lauter aufdrehen.